Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da, heute mit einer neuen One Piece Theorie. Und zwar nach den Ereignissen auf der Reverie meinte Blackbeard, er möchte etwas holen, bevor die Marine es tut. Die Frage ist nur, was hat er damit gemeint? Diese Frage möchte ich heute klären. Intro ab. Es gibt momentan viele Theorien dazu, was Blackbeard holen möchte. Die reichen von Katakuris Teufelsfrucht über Sabos Teufelsfrucht bis hin zu den antiken Waffen. Doch dies macht eigentlich alles wenig Sinn, weil Blackbeard mit den zwei Früchten wenig anfangen kann, geschweige denn jemand weiß, wo sich die antiken Waffen befinden. Um wirklich darauf zu kommen, was Blackbeard eigentlich will, müssen wir erst einmal verstehen, wie Blackbeard tickt. Denn im Gegensatz zu Ruffy schert sich Blackbeard weder um die Freiheit noch um Abenteuer. Er hat ein klares Ziel, er möchte Piratenkönig werden und dafür tut er alles. Nehmen wir als Beispiel, wenn Blackbeard an Ruffys Stelle gewesen wäre auf dem Sabaody-Archipel. Er hätte dort Rayleigh sicherlich direkt gefragt, wo das One Piece zu finden ist. Denn Blackbeard ist einfach nicht der Typ, der alle vier Roadponyglyphe sammelt, sich einen Weg sucht, diese zu entziffern, um dann irgendwann auf Laugh Tale anzukommen. Ein weiteres Beispiel für seine Faulheit ist seine Teufelsfrucht. Statt sich lange auf die Suche danach zu machen, schloss er sich der Whitebeard-Bande an, weil er dachte, so hätte er die besten Chancen, an sie ranzukommen. Nach Jahren der Fehlschläge wollte er sogar aufgeben, anstatt sich einfach selbst auf die Suche zu begeben. Deshalb gehe ich davon aus, wenn es eine Abkürzung nach Laugh Tale geben würde, würde Blackbeard diese nutzen. Doch wer weiß eigentlich, wo Laugh Tale ist? Naja, bis dato nur die Roger-Piraten. Doch diese sind zum Teil tot, verschollen oder für Blackbeard einfach noch zu stark. Mit einer einzigen Ausnahme. Buggy. Wie der Zufall es so will, war Buggy genau zu dem Zeitpunkt ein Shichibukai, wo auch Blackbeard einer war. Und leider muss man schon fast sagen, hat Buggy so das gewisse Talent, untalentiert berühmt zu werden. Während Marineford wurde zum Beispiel klar, dass er ein Teil der Roger Piratenbande war. Doch wieso schnappte ihn sich Blackbeard nicht schon damals in seiner Zeit als Shichibukai? Naja, Blackbeard ist zwar faul, aber ganz gewiss nicht dumm. Er hatte noch einiges zu erledigen in dieser Zeit, um seine Pläne zu verwirklichen. Und da half ihm natürlich der Schutz der Weltregierung. Diesen wollte er nicht direkt aufs Spiel setzen. Doch bei den Treffen der Shichibukai prahlte sicherlich ein Buggy mit seiner Zeit bei den Roger Piraten und möglicherweise sagte er auch etwas wie: Ich weiß, wo Laugh Tale ist, ich war da schon. So könnte Blackbeard glauben, dass Buggy wissen würde, wo sich Laugh Tale wirklich befindet. Auch wenn wir eigentlich mittlerweile wissen, dass er nicht mal auf der Insel war. Zudem wollte er sich auf Marineford Whitebeards Frucht aneignen. Und dann stellten sich noch Leute wie Zankok und Shanks ihm entgegen. Ich glaube, kein guter Zeitpunkt, jemanden schnappen zu wollen. In Kapitel 956 haben wir erfahren, dass das Shichibukai-System aufgelöst wurde und die Marine nun daran ist, die Shichibukai einzufangen. Im genau selben Chapter sagte Blackbeard, er möchte es nicht der Marine überlassen. Viele glaubten zu dem Zeitpunkt, hierbei ginge es um Sabo, da im selben Chapter erwähnt worden ist, dass er gefangen genommen wurde. Doch ganz ehrlich, was bringt Sabo für Blackbeard? Klar, Sabo hat eine starke Teufelsfrucht. Klar, Sabo kennt Geheimnisse der Revolutionsarmee, doch wofür sollte Blackbeard beides brauchen? Vor allem lohnt es sich für Blackbeard deshalb Mary Choa anzugreifen oder nochmals in Impel Down einzumarschieren? Sicherlich wird Sabo stark bewacht von mindestens einem Admiral. Denn als rechte Hand von Dragon ist Sabo ein wichtiger Gefangener der Weltregierung. Deshalb glaube ich, macht Buggy hier viel mehr Sinn. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Buggy freiwillig Blackbeard anschließt. Buggy, obwohl er nichts kann, schafft es irgendwie immer weiter hochzukommen. Von kleinen Kabinenjungen zum Piraten, zum Helden auf Marineford, zum Shichibukai und der nächste Schritt wäre in Richtung Yonko. Und das wäre momentan sogar recht logisch, denn immerhin ist Buggy aktuell in Gefahr von der Marine gefangen genommen zu werden. Was gibt es da besseres, als sich einem Blackbeard anzuschließen? Unter dem Schutz eines Kaisers kann ihm die Marine erstmal nichts anhaben. Deshalb stelle ich mir gut eine Szene vor, wo Buggy kurz davor ist, geschnappt zu werden, doch Blackbeard besiegt die Marineleute und bietet Buggy an, sich seiner Bande anzuschließen.
Und Buggy vor Angst natürlich erklärt sich dazu bereit, denn er sieht seine Chance zu überleben. In Kapitel 966 wurden wir dann mit einer Kindheitsszene zwischen Shanks, Buggy und Blackbeard konfrontiert. Natürlich wissen wir schon, dass es zwischen Shanks und Blackbeard böses Blut gibt. Doch Oda baute in diesem Panel ebenfalls Buggy ein. Möglicherweise spielte er in dieser ganzen Shanks-Blackbeard-Sache auch noch eine Rolle. Zudem weiß Blackbeard vermutlich schon seit damals, dass Buggy der Roger-Piraten war. Denn niemand vergisst einen Buggy. Im letzten Kapitel 967 versprach Shanks zusammen mit Buggy irgendwann nach Laugh-Tale zu gehen. Doch weshalb sollte Buggy nun nach Laugh-Tale gehen wollen? Er möchte doch das One Piece noch nicht einmal. Aber vielleicht hat er einfach keine andere Wahl. Schon auf Marineford wurde geforeshadowt, dass es irgendwann ein Rematch zwischen Shanks und Blackbeard geben wird. Eine momentan beliebte Theorie ist, dass Shanks sozusagen der Hüter von Laugh-Tale ist und man sich ihm gegenüber am Ende als würdig erweisen muss, um dorthin zu gelangen. Dies geht vor allem durch sein Schwert Griffin hervor. Der Greif ist dafür nämlich bekannt, Schätze zu beschützen und deshalb geht man davon aus, dass Shanks Laugh-Tale beschützt. Verstärkt wird das Ganze, dass Shanks einmal sagte, bald wird er auf Ruffy treffen. Wieso ist er sich da so sicher? Natürlich, Ruffy möchte Piratenkönig werden und muss deshalb nach Laugh-Tale gelangen und dort wartet auch schon Shanks. Einige sind nun der Meinung, aber Buggy war doch gar nicht auf Laugh-Tale, er war doch krank. Ja, das stimmt, doch keiner weiß, wo Buggy zu der Zeit war. War er vielleicht einfach auf dem Schiff? Selbst wenn nicht. Immerhin zeichnete Scuppergabahn auf eine Karte ein, wo sich Laugh-Tale befindet, wie wir im Panel gesehen haben. Wenn Buggy dies nur einmal gesehen hat, reicht es im Grunde schon, dass er weiß, wo sich Laugh-Tale zumindest ungefähr befinden sollte. Deshalb denke ich, dass Blackbeard Buggy zwingt, ihn dorthin zu bringen und als dann Blackbeard auf Laugh-Tale ankommt, haben wir somit mehrere Sachen auf einmal gelöst. Sowohl Shanks als auch Buggy sind auf Laugh-Tale, somit wurde das Versprechen eingehalten. Blackbeard hat sein Ziel nun auch erreicht. In Kapitel 1 sagte Shanks zudem, er würde niemanden vergeben, der seine Freunde verletzt. Ist dies möglicherweise ein Hinweis darauf, dass Blackbeard sich Buggys entledigt oder ihn zumindest besiegt, nachdem Blackbeard Laugh-Tale erreicht hat? Dies könnte Shanks extrem wütend machen. Und das lang erwartete Rematch könnte beginnen. Doch dieses Rematch wird sicherlich für Shanks ein übles Ende nehmen. Wenn dann Ruffy auf Laugh-Tale später ankommt und den besiegten Shanks sieht, wird er vor Wut nur so schäumen. Und das wirklich letzte Battle zwischen Blackbeard und Shanks kann beginnen. Nämlich der Kampf zwischen Blackbeard und Ruffy. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt mir eure Meinung dazu doch einfach in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like sowie ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Und haut rein. Ciao.